Wir kommen dann jetzt direkt zum zweiten Änderungsantrag, über den wir noch abstimmen müssen. Es geht um den Antrag M1 276 vom Ortsverband Alfter. Dort gibt es erneut einmal die Vorstellung und dann die Gegenrede, jeweils 3 Minuten. Und Robert Dillahaye aus dem KV Rhein-Sieg wird den Antrag jetzt vorstellen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, auch unser Landesverband und wir alle sagen, dass die Zahl der Fahrgäste im ÖPNV um 50% erhöht werden soll. Der Änderungsantrag des OV Alfter hat unter anderem dazu 3 Schwerpunkte. Erstens, vielerorts gibt es keinen oder unzureichenden Nahverkehr. Mindeststandard für unser Land sollte daher sein, dass alle öffentlichen Nahverkehrsmittel mindestens im Stundentakt verkehren, überall in ganz NRW. Das grüne Wahlprogramm von Baden-Württemberg sieht Entsprechendes vor. Wir Grüne NRW sollten dieses Ziel für NRW übernehmen. Zweitens, wir wollen ein Bürgerticket, wir nennen es plakativ Stadt-Land-NRW-Ticket. Es wird von allen über 18-Jährigen mit Wohnsitz in NRW finanziert und rund 20 Euro im Monat kosten. Es berechtigt zu allen Fahrten im Nahverkehr in ganz NRW. Im Prinzip wollen wir das Semesterticket für alle. Wenn wir die derzeitige Gesamtheit der Fahrpreiseinnahmen in NRW durch Beiträge der über 18-Jährigen ersetzen, ermöglichen wir Mobilität für alle und schaffen ungerechte und komplizierte Tarife ab. Durch solidarisches Handeln, das Teilhabe und Teilnahme für jeden erschafft. Die Berliner Grünen haben am letzten Wochenende ein vergleichbares Umlagemodell beschlossen. Warum soll ein Bürgerticket nicht in NRW funktionieren? 3. Punkt. Wir wollen nicht nur die potenziellen Bus- und Bahnfahrer, sondern auch mittelbare Nutznießer des Nahverkehrs wie Großveranstalter und Betriebsstätten in eine Beitragspflicht einbeziehen. Daneben bleiben Bund und Länder und Kommunen in ihrer Finanzverantwortung. Wir stellen aber den notwendigen Ausbau des Nahverkehrs mit zusätzlichen Finanzmitteln sicher. Diese 3 konkreten Maßnahmen, nämlich mindeststündliche Nahverkehrsversorgung, das familienfreundliche umlagefinanzierte Stadt-Land-NRW-Ticket, die Finanzierungsbeiträge von Unternehmen haben enorme positive Auswirkungen, die ihr im Einzelnen in dem Antrag findet. Stichworte sind Familienfreundlichkeit, preiswerte Mobilität für alle, mehr Chancen für Arbeitslose und Geringverdiener, Klimaverbesserung, keine Schwarzfahrer und Entlastung der Justiz, Verkehrswende, Neugestaltung der Städte, Tourismus. Die Diskussion um Bürgertickets ist nicht neu. Robert, kommst du bitte zum Schluss? Es gibt dazu Stellungnahmen, Gutachten, Kommissionen. Deshalb brauchen wir auch keine Modellprojekte in Kommunen. Bitte stimmt dem Antrag des OV Alfter zu mit dem Motto, mit dem Stadt-Land-NRW-Ticket für 20 Euro im Monat im Nahverkehr, überall und mindestens stündlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Gegenrede hält Johannes Remmel. Auch du hast 3 Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin gebeten worden, die Gegenrede zu halten. Dabei wissen alle, die mich gefragt haben, dass ich ein ähnliches Konzept vor 5, 6 Jahren mal intensiv in die parteiinterne Diskussion gegeben habe. Insofern, der Gedanke ist ja faszinierend, mit einem Ticket sozusagen in ganz Nordrhein-Westfalen quasi wie Schüler- und Semesterticket zu fahren. Aber am Ende der Diskussion seinerzeit stand eben, das ist eine Vorstellung, die paradiesisch ist, aber die so schnell einfach nicht umzusetzen ist. Da gibt es viele Restriktionen und da reicht auch kein Beschluss, sondern da muss man auch noch intensiver dran arbeiten. Zum einen ist klar, ein solches Ticket wird nicht 20 Euro kosten, sondern mindestens 40 bis 60 Euro. Ein solches Ticket kann auch nur funktionieren, wenn alle
auch die unter 18 mit einzahlen. Das bedeutet, dass es erhebliche Belastungen für eine vierköpfige Familie zum Beispiel ist, möglicherweise ohne, dass sie auch über entsprechende Angebote verfügt. Klar ist auch, um ein solches Angebot machen zu können, müsste man Mindeststandards festlegen, die mit neuen Investitionen verbunden sind in den öffentlichen Personennahverkehr. Damals ist das grob überschlagen worden. Mindestens 500 Millionen müssten pro Jahr investiert werden und das über 10 Jahre, um überhaupt einen Standard zu haben, der den Ansprüchen eines solchen Tickets genügen würde. Und was mich am meisten desillusioniert hat, und das will ich an dieser Stelle dann auch vortragen, waren die Gespräche mit unseren heutigen bestehenden Anbietern von öffentlichen Verkehrsdienstleistungen. Die haben im Prinzip sinngemäß gesagt, bitte, bitte, bitte nicht sowas machen, weil wir können mit der jetzigen Struktur allenfalls 10% mehr Fahrgäste aufnehmen. Für mich war das deshalb sehr enttäuschend, weil alles politische Handeln ja darauf abzielt, mehr Menschen davon zu überzeugen, ÖPNV zu fahren, aber zu erkennen, dass die Strukturen, so wie sie heute sind, gerade in unseren verdichteten Räumen entlang von Rhein und Ruhr, diese Mehrverkehre überhaupt gar nicht aufnehmen können. Deshalb auch hier steht erst an zu investieren, was mit Bundesverkehrswegeplan und anderen Instrumenten ja passieren soll. Und dann können wir über solche Instrumente nachdenken. Deshalb meine Bitte, hier nicht zuzustimmen, das weiter politisch zu bearbeiten. Und tatsächlich, lieber Robert, lass es uns doch mal in einem Ballungsraum als Pilotprojekt versuchen, um daraus dann Kraft zu ziehen. Wir haben ja auch andere wegweisende Instrumente in Nordrhein-Westfalen getestet, wie das Erneuerbare Energiengesetz, was in Aachen sozusagen auf den Weg gebracht worden ist. So ähnlich stelle ich mir das auch vor, als Pilotprojekt, ja, aber für die landesweite Einführung, da ist einfach die Zeit noch nicht reif und da müssen wir noch mehr politisch kämpfen und arbeiten, um das hinzubekommen. Herzlichen Dank. Danke, Johannes. Okay, es gibt jetzt einen Geschäftsordnungsantrag auf Erweiterung der Debatte. Und Lukas, du kannst deinen Geschäftsordnungsantrag vorstellen. Ja, ich glaube, dass das Thema, über das wir gerade sprechen, ein ziemlich großes Thema ist und ein ziemlich großer Schritt wäre, über den wir gerade abstimmen. Und ich glaube, dazu ist noch nicht alles gesagt worden. Wir sollten mehr Menschen die Möglichkeit geben, sich in die Debatte einzubringen und was zu diesem Ticket zu sagen. Denn das ist eine ziemlich große Sache und darüber sollten sich mehr Menschen äußern können. Danke. Vielen Dank, Lukas. Formal wurde jetzt schon die Gegenrede eingereicht. Die Frage ist also, möchtet ihr, dass die Debatte zu diesem Änderungsantrag nochmal um eine Pro- und eine Kontrarede erweitert wird? Dann bitte hebt jetzt das Kartenzeichen. Wer ist gegen eine Erweiterung der Debatte? Vielen Dank. Das war klar die Mehrheit für einen weiteren Pro- und einen Kontra-Beitrag. Wenn ihr Pro oder Kontra reden möchtet, kommt bitte hier nach vorne und meldet euch, werft euch in die Box ein. So, das hat etwas länger gedauert, weil wir hier spontan erstmal gucken mussten, wer denn alles reden möchte. Wir haben gelost und die nächste Pro-Rede für den Änderungsantrag wird Mario Michalak aus dem Kreisverband Köln halten und dann wird Rolf Beu aus dem KV Köln die zweite, Bonn, Entschuldigung, aber in Köln ist ja auch schön, ne? Die zweite Kontrarede halten. Mario, du hast das Wort, 3 Minuten. Ja, hallo ihr Lieben. Eigentlich geht es mir nur darum zu sagen, ich finde diese Forderungen ganz gut und in unseren Parteiprogrammen stehen Forderungen, die noch lange nicht umgesetzt sind, wenn wir in der Regierung sind. Aber Forderungen mit dem Maximalziel sollten in unserem Programm stehen. Und ich finde diese Forderungen sehr vernünftig, auf dem Plattenland stündlich wenigstens einen Bus zu haben oder irgendein Verkehrsmittel, auch wenn ich aus Köln komme. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich kenne mich nicht mit den Zahlen aus, aber ob das jetzt 20 Euro oder 40 Euro kostet und wer daran beteiligt ist, das kann man ja dann noch erarbeiten. Deswegen würde ich euch bitten, diesem Änderungsantrag zuzustimmen. Vielen Dank.
Danke, Mario. Das war hervorragend in der Zeit. Dann hat jetzt Rolf Beul die Möglichkeit zur Gegenrede. Lieber Robert, liebe Freundinnen und Freunde, wir hatten ja das Thema schon mal andiskutiert in Oberhausen und haben damals auch mit Unterstützung des Landesvorstands, mit Unterstützung von Mona, mit Unterstützung auch der Fachpolitiker gesagt, genau, wir wollen dieses Thema ernsthaft lang und breit diskutieren, alle Vor- und Nachteile, um dann auch zu fragen, gehört es in das Wahlprogramm rein, sowohl auf Bundesebene wie auf Landesebene. Zu diesem Angebot stehen wir auf jeden Fall. Das heißt, hier kann man eigentlich nicht in einer oder jetzt in zwei Pro und Contra reden, das Thema wirklich umfangreich und endgültig diskutieren. Ich will auch hier eigentlich die Diskussion nicht führen über Sprungkosten, dass das Ganze nicht sauber durchgerechnet ist. Die einen sagen mit 20 Euro wie ihr im Antrag, die anderen sagen eher, man hat das Wuppertal mal berechnet, es würde eher 80 Euro führen. Man muss auch die Sozialkosten bedenken. Man muss auch sagen, hier gibt es nicht die Möglichkeit, bei einem reinen Bürgerticket, auch anders als wir heute es beim Sozialticket haben, Rabatte zu geben. Das heißt, jeder muss es bezahlen, ein einziges Angebot für eine Leistung, die heute ungleich ist. Die Leistung in der Kölner oder Düsseldorfer Innenstadt ist anders als die Verkehrsleistung in Warendorf, in Steinfurt oder im Hochsauerlandkreis. Und dafür zu sagen, jeder Bürger, jede Bürgerin muss einen bestimmten Betrag zahlen. Sei es 20 Euro, sei es 40 Euro, ist sozial belastend und muss diskutiert werden. Und das kann man nicht heute mit einer Gegenrede oder zwei Gegenreden und zwei Kontrareden einfach so auf einem Parteitag entscheiden. Vielen Dank. Wir kommen dann jetzt nach diesen zwei Pro- und zwei Kontrareden zur Abstimmung über den Änderungsantrag. Wer für den Änderungsantrag des OV Alfter ist, bitte die Karte hoch. Vielen Dank, ihr könnt die Karten runternehmen. Wer ist gegen den Änderungsantrag? Vielen Dank. Wer enthält sich? Vielen Dank. Dann ist der Änderungsantrag abgelehnt. Ich danke euch sehr für die Debatte. Ich danke euch für die vielen Änderungsanträge. Und ich will nochmal sagen, lieber Robert, liebe Grüne Jugend, liebe sozusagen Anna, Möglichmachung von auch günstigen Verkehr, öffentlichen Nahverkehr für alle in NRW Interessierten, das ist ernst gemeint. Also ich hoffe, dass die LAG Verkehr bei dieser Sitzung dann entsprechend aus allen Nähten platzt, wenn ihr alle kommt und mit uns überlegen wollt, welche Möglichkeiten gibt es eben, ein günstiges Angebot für ganz NRW zu bieten. Wir machen das im Programmprozess, wir überlegen und ringen da ja schon seit mehreren Jahren jetzt auch darum, dass wir was Vernünftiges vorlegen. Ich freue mich drauf, dass ihr euch da einmischt mit in die Debatte, damit wir beim Programm dann eine gute Lösung vorschlagen können. Dankeschön.